So, meine lieben Freunde, und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Check-In und das Auge des Schicksals. Wir müssen jetzt hier mal weitermachen, würde ich sagen. Die sind immer noch da, unsere nackten Leute da, die wir hier eingeschlossen haben. Und wir müssen jetzt hier mal weitermachen hier. Nur die Frage ist... Oh, Zala, aber könnt ihr mal sehen, Gewa? Solange ich Jack noch nicht gerettet habe, bleiben sie hier drin. Gut. Haben wir sonst noch irgendwas? Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Unzerstörbar. Können wir das irgendwie aufschließen? Besser nicht. Oh, Zala, aber könnt ihr... Halt mal die Schnauze, Junge. Besser nicht. Geht's hier nicht noch in irgendwie einen Eingang rein oder so? Oh, Zala, aber komm schon, das ist eine Einzeldusche. Erlebnisdusche. Irgendwo hier geht's doch noch weiter, würde ich mal sagen, oder? Schätze ich mal. Ein schweres Gitter sieht unzerstörbar aus. Darauf will ich nicht schießen. Oh, Zala, ach, was war denn das? Sieht unzerstörbar aus. Wo müssen wir denn hin? Ich muss es irgendwie anders entriegeln. Ah, mit dem Schlüssel, den haben wir ja extra geholt. Aufgeschlossen. Genau, sehr schön. Okay, hier geht's weiter. Können wir mal weitermachen hier, ne? Ab zum Hauptkorridor. Ist das hier? Ah, unser nächstes Ziel. Halt mal die Schnauze, ey. Es interessiert kein Schwein. Mein Gott. So, was ist jetzt hier zu machen? Da ist ein blinder Mann. Halt! Das ist Schuhgröße 8 und Füße, die ich noch nie gehört habe. Wer ist da? Ich bin Hong und ich bin hier neu. Ja, ich habe kleine Füße. Hong? Was? Eine Frau als Wärter? Ich hab schon immer gesagt, im kommenden Jahrhundert geht die Welt vor die Hunde. Andererseits, eine helfende Hand ist immer willkommen, schätze ich. Genau. Bist du der einzige Wärter im Dienst hier unten? Bist du der einzige Wärter im Dienst hier unten? Ich bin der Einzige, der seine Pflichten ernst nimmt. Alle anderen sind abgehauen und schauen sich den Kampf in der Grube an. Was sind deine Aufgaben hier? Was sind deine Aufgaben hier? Es gibt immer eine Menge Dokumente, die gestempelt werden müssen. Und das ist meine Aufgabe. Komm nicht auf die Idee, meine Fähigkeiten anzuzweifeln, weil meine Sicht ein klein wenig eingeschränkt ist. Ist das nicht ein einsamer Platz für ein Büro? Tja, sie haben mir gesagt, dass ich so weit weg wie möglich von allen anderen arbeiten soll. Aus Sicherheitsgründen. Keine Ahnung, was das heißen soll. Ist das nicht ein einsamer Platz für ein Büro? Ist das nicht ein einsamer Platz für ein Büro? Tja, sie haben mir gesagt, dass ich so weit weg wie möglich von allen anderen arbeiten soll. Aus Sicherheitsgründen. Keine Ahnung, was das heißen soll. Warum schaust du dir nicht den Kampf an? Wegen Schädelbrecher. Ich hasse ihn. Kann sein Geschrei nicht ertragen. Ich höre ihn andauernd, weil er immerzu gewinnt. Bei jedem seiner Brüller möchte ich am liebsten platzen. Wortwörtlich. Und heute wird er wieder rumbrüllen, weil er wieder gewinnt. Der Schädel von Jackin wird bald eine Matschbirne sein. Jack? Ich meine, das würde ich zu gern sehen, diesen Schädel. Wie komme ich dahin? Vergiss es. Der Kampf ist vorüber, bevor du angekommen bist. Ja, den haben wir ja schon gemacht. Vor alten Flur um die Ecke, noch ein direkter Zugang zur Arena. Aber ein paar Gefangene sind durch diesen geflohen, also ist er zugemauert worden. Zurück an die Arbeit. Okay. Blinder Wärter. Unterbrich mich nicht. Kann ich reden, muss arbeiten, muss stempeln. Okay, gut, was müssen wir denn hier jetzt machen? Wir können hier unsere Sachen, irgendwelche Sachen aufnehmen. Chinesische Pomade für den gepflegten Mann. Nehmen wir mal mit, der sieht ja eh nichts. Hey, was machst du da? Finger weg von meinem Zeug! Ich dachte, der merkt es ja eh nicht, also. Klaust du von mir? Von einem blinden Mann? Schande über dich! Ist mir doch egal, Junge. Weißt du, so... Das juckt mich nicht besonders. Chinesischer Stempel. Ich kann den Stempel nicht nehmen, solange er im Gebrauch ist. Gut, da warte ich kurz, bis er ihn aus der Hand nimmt. So.
Wo ist jetzt wieder dieser Stempel? Toll, ich hab ihn schon wieder verloren. Hast du Pech gehabt, mein Freund. So. Das gleiche Chaos wie auf dem Boden. Überall Papiere. Wird die irgendwer irgendwann auflesen? Was müssen wir denn jetzt hier machen? Mit diesem Gerät wird wohl den anderen Wärtern etwas mitgeteilt. Hochwertiges Holz, wirklich nett. Gut, gut. Blinder Wärter. Stempelkissen. Voll mit roter Tinte. Aber kein Stempelkissen, weil wir es aufgenommen haben. Tja, hab wohl wieder meinen Stempel verloren. So kann ich nicht arbeiten. Also, wie wär's mit einem kleinen Spiel? Welche Art von kleinem Spiel? Natürlich ein Trinkspiel. Gibt's noch andere? Lass uns rausfinden, wer hier der Härteste ist. Oh, da würde ich sagen, da sind die Frauen nicht so gut. Aber wir können's ja trotzdem versuchen. Mhm, ich hab tatsächlich etwas Durst. Du brauchst aber einen Einsatz. Es geht nicht nur um die Ehre. Trinken ist ein Geschäft. Zumindest mein Geschäft. Hast du Silbermünzen? Moment, du trinkst das Zeug? Ich weiß, schmeckt wirklich heftig. Aber was anderes konnte ich hier nicht auftreiben. Du schüttelst dich wie ein nasser Hund, wenn du das kippst. Aber schüttel dich nicht zu sehr, nachdem du das hier getrunken hast. Aber schüttel dich nicht zu sehr, nachdem du das hier getrunken hast. Also, ich mag den Geschmack irgendwie. Man gewöhnt sich wohl im Laufe der Jahre dran. Ich habe etwas Geld. Dürfte ausreichen. Das reicht für den Moment. Die Regeln sind leicht, Lady. Wir beide trinken und wer am Schluss noch steht, gewinnt alles. Klingt nicht so kompliziert. Legen wir los. Mhm. Und ich habe da schon eine kleine Idee. Nämlich, wir verarschen den, weil er blind ist. Auf deine Gesundheit. Prost, meine Liebe. Besiege den blinden Wächter im Wetttrinken. Becher mit Nitroglycerin gefüllt. So, was haben wir denn hier alles? Können wir mal gucken. Nein, dieses explosive, ungesunde Gebräu trinke ich nicht. Wahrscheinlich hat es ihn blind gemacht. So, dann kippen wir das einfach da mit dem Schwamm. Saugen den auf, oder? Das merkt er eh nicht. Der Depp. Jetzt. Auf deine Gesundheit. Prost, meine Liebe. Ja, nochmal, oder? Der ist auf jeden Fall schon aufgesogen. Uniform. Zack, tun wir das noch da reinkippen. Wir haben ja genug Kleidung und so. So. Einige Runden später. Er pennt und wir stehen ganz normal noch am Start hier, ne? Hoffentlich ist der nicht tot. Nein. Schläft und schnarcht. Befreie Jack aus dem Arena-Kampf. Und wo ist dieser? Das würde mich mal das brennend gleiche Chaos interessieren. Wie auf dem Boden. Überall Papiere. Wird die irgendwer irgendwann auflesen? Ja, das interessiert mich auf jeden Fall brennend, aber sieht wie ein normales Schnapsglas aus. Innen leicht verätzt. Was ist das? Flasche mit Explosivwarnung. Auf der Flasche ist ein Explosivwarnschild. Sieht aus wie Nitroglycerin. Ich sollte vorsichtig sein. Ach komm, das brauchen wir ja eh nicht. Wir gehen, oder? Gehen wir wieder raus, so. Wo müssen wir denn jetzt hin? Wie interessant. Stopp mal, hier geht's doch auch noch hin, irgendwo, oder? Spielfehler, jetzt. Hallo. Das ist eine schwere Tür und sie ist verschlossen. Aber das Schloss ist verrostet. Und labil. Dann ballern wir da einfach drauf. Wir haben ein Gewehr. So kann's gehen hier, ne? So nicht anders. Yeah! So, ab rein da. Wohin? Ah, hier hoch. Zu dunkel, kann nichts sehen. Ich brauche ein starkes Licht. Licht. Sauberes Tuch. Pomade. Kombiniere das hier damit. Ja, sieht gut aus. Das ist einfach mal aus. So aus Fun gemacht. Aber wir haben hier ja noch Streichhölzer, also von daher. Besser nicht. Ja, zünd die mal an jetzt hier. Vielleicht mit der Pomade zusammen, oder? Irgendwas fehlt noch. Besser nicht. Etwas ist falsch. Was müssen wir denn jetzt da machen? Streichholzschachtel. Gute Idee. Was? Gute Idee. Gute Idee, aber so funktioniert. Das ergibt gute Idee, aber so funktioniert das nicht. Irgendwas fehlt. Etwas ist besser nicht.
Puh. Darauf das weiß ich doch nicht, Junge. Schießen. Zu dunkel, kann nicht sehen. Ich brauche einen Stab. Ja, Licht, Licht. Chinesischer Stempel. Der Kerl muss wohl einiges abstempeln. Oh Mann, oh. Was können wir denn da noch? Pomade, was ist denn mit dieser Scheiße hier? Kann man da vielleicht genauer ansehen? Ein Riechen ist trockenes und sauberes Handtuch. Die Pomade ist wirklich klebrig. Vielleicht die mit irgendwas kombinieren? Etwas ist... Das ergibt irgendwas. Darauf will ich nicht schießen. Ja. Komm, mach das doch jetzt hier. Eine Schachtel mit normalen Streichhölzern. Mach doch einfach an jetzt hier, ey. Meine Fresse. Besser nicht. Das ergibt keinen Sinn. Etwas ist falsch. Aber wir müssen mit dieser Uniform irgendwas machen. Müssen wir die anziehen? Nee. Chinesischer Stempel. Der Kerl muss wohl einiges abstempeln. Will mich jetzt verarschen hier. Gute Idee, aber so funktioniert das nicht. Darauf will ich nicht schießen. Halt wieder zurück, oder? Würde ich sagen. Gehen wir noch mal kurz hier vor ein Stück. Und jetzt gucken wir mal. Im Menü ist auf jeden Fall nichts mehr. Können wir nichts mehr anklicken oder so. Verdammt. So, wir können hier wieder zurück zu den Duschen. Ja, gehen wir zurück. Aber das bringt doch jetzt auch nichts hier weiter. Oder? Muss ich hier noch was mitnehmen? Nee, ich glaube, das wär's ja auch. Also mehr gibt's ja hier nicht. Vielleicht eventuell dann nochmal hier reingehen und dann was aufheben oder so. Chaotisch, zufällig verteilte Papiermassen und ein Blick sollte was anderes versuchen. Sollte was anderes versuchen. Das hier? Etwas ist falsch. Oh, was denn, Junge? Etwas Zünd ist den falsch. Scheiß jetzt an. Gute Idee, aber so funktioniert das nicht. Zünde den Scheiß an. Handtuch. Sollte was anderes versuchen. Oh, Junge, verarsch mich jetzt nicht hier. Nämlich, das gibt's doch nicht hier jetzt, oder? Etwas ist falsch. Was ist das? Geld? Ja, nimm doch mal das Geld hier. Das Geld kann sie anscheinend nicht nehmen. Okay. Zünden wir das Geld einfach an. Ach, das weiß ich doch nicht, Leute. Soll ich denn da... Voll mit roter Tinte. Vielleicht hier. Etwas ist falsch. Becher mit... Sieht wie ein normales Schnapsglas aus. Innen leicht verätzt. Besser Junge! Nicht. Was soll ich nicht da machen, ey? Boah, mein Gott. Besser nicht. Das nervt jetzt gerade ein bisschen hier, ne? Würde ich mal sagen. Aber halt nicht. Weißt du was? Dann habe ich da eine kleine Idee. Wir gehen nochmal zurück. Vielleicht habe ich ja doch hier in dem Gang irgendwas übersehen. Nee. Scheint nicht. Aber hier, oder? Ist hier irgendwas? Hier ist nix. Ein zugemauerter Durchgang. War früher wohl der direkte Zugang zur Kampfgrube. Zugemauerte Tür. Okay. Hier ist aber nix. Das ist scheiße. Was ist hier? Geh ich mal zurück, oder? Ich gehe einfach mal kurz zurück und check mal die Lage. Vielleicht finde ich ja hier zufällig noch irgendwas. Ein schweres Gitter sieht unzerstörbar aus. Wahrscheinlich wurden die Duschen früher verabwandt. Darauf will ich nicht schießen. Nee, da waren wir ja eigentlich schon. Oh, Zala. Aber könnt ihr mal sehen, Gitter? Wobei... Was ist mit dem Wischmopp hier? Können wir den nochmal nehmen? Ich bitte dich. Ich habe eine Ein klassischer Wischmopp. Chinesische Ausführung. Sieht brandneu aus. Nee. Das ist falsch. Das ist aber sicher falsch.
Oh, lauf doch jetzt mal richtig, Mann, ey. Mein Gott, meine Fraser. Ich bitte dich, ich habe noch eine Frau und Kinder. Lauf jetzt mal. Sag mal, willst du mich verarschen hier, so? Die Jungen, könnt ihr neue Waffen? Wir müssen diesen Angreifer stoppen. Schnauze, so. Was haben wir hier? Ah, da habe ich doch was gefunden. Sehr schön. Jetzt habe ich auch eine Idee. Wir nehmen den Schlagstock und tunken den in die Pomade mit dem Handtuch. Kombiniere das hier damit. Ja, sieht gut aus. So, jetzt haben wir so eine Art Fackel, wie hier auch steht. Und dann zünden wir die einfach mal an, oder? Kombiniere das hier damit. Ja, sieht gut aus. Sehr schön. Okay, dann können wir ja jetzt mal hier hoch, oder? Sollte was anderes versuchen. Ja, mach die Fackel da. Gute Idee, aber so funktioniert das. Das ergibt keine gute Idee. Darauf will ich nicht schießen. Ja, mach doch die Fackel jetzt. Ah, jetzt macht sie es. Okay, sehr schön. Dann lauf da mal hoch. Und ab zur zugemauerten Tür. Ein zugemauerter Durchgang. War früher wohl der direkte Zugang zur Kampfgrube. Okay. Kannst du den irgendwie aufmachen, aufballern wieder? Irgendwas fehlt noch. Nee. Genau. Los geht's, Jack. Gute Idee. Jetzt baller ich da drauf. Das ist ja... Hier. So. Genau, leg die Fackel mal ab und dann kannst du da drauf schießen. Sehr schön. So wollen wir das doch haben. Es gab eine gute Explosion und wir hätten Jack befreit, oder? Der befindet sich ja wahrscheinlich hier Jack, hinter. Jack, wir müssen weg. Ja. Kannst du aufstehen? Also. Fischers Fritze fischt frische Fische. Ich sehe schon. Oh, und er wacht, glaube ich, wieder auf, oder? Das... Oh. Scheiße, da war ist der Schädelbrecher. Verdammte Scheiße. Jetzt rechts! Jetzt kommt er. Er haut da drauf und dann... Geil. Wenn ich dich nochmal vorm sicheren Tod retten muss, bringe ich dich um. Amanda? Ja? Danke. Es gibt dir etwas, das du für mich tun kannst. Ja? Sieh mal, was ich für dich aufbewahrt habe. Ein Taschenmesser. Jetzt werden die Haare erstmal ein bisschen geschoren, ne? Hier ein bisschen rasiert, dass wir wieder besser aussehen. Nicht so wie früher. Es sah nämlich scheiße aus mit den langen Haaren und so. Wenn ich mal ehrlich bin. So, und wohin geht nun die Reise? Auf nach Hamburg. Ah, die Reise geht nach Hamburg. Okay, okay. Amanda, bist du sicher, dass es hier lang geht? Über Afrika? Hoppla! Also das mit Backbord und Steuerbord lerne ich wohl nie. Okay, dann nach Deutschland. Sehr schön. Gut, gut. Hamburg. Oh, Moment. Was passiert da? Es glüht. Amanda, sieh mal, das Amulett scheint zu leuchten. Das kann nur bedeuten, dass sich ein weiterer Teil irgendwo hier in Hamburg befindet. Das Schiff ist hinüber. Wir sind fast ertrunken. Du hast mein Geld geklaut und einen Teil deines Verstandes verloren. Aber egal, frohlocket, denn das Amulett leuchtet. Jack, du musst deine Prioritäten sortieren. Joa, nee. Teilen wir uns auf, du kümmerst dich um das Schiff. Okay. Teilen wir uns auf, du kümmerst dich um das Schiff. Ich finde heraus, warum das Amulett glüht. Gute Idee, viel Glück damit. Ich mache dann mal eine Bestandsaufnahme des Schadens. Aber Jack, pass auf. Warum? Wir sind jetzt in Deutschland. Ich habe gehört, die Deutschen haben nicht den geringsten Humor. Ach was,
Ich habe alle Kontinente bereist und mit allen möglichen Völkern zu tun gehabt. Und ich habe alle zum Lachen gebracht. Das war vermutlich ein Nebeneffekt. Du wirst schon sehen. Die Deutschen und ich, wir werden uns prächtig verstehen. Vermutlich. Wie immer. Vermutlich wie immer. Und mit diesen Worten beende ich die Folge wieder und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann.